Im Zuge der Grundsteuerreform müssen viele Hessinnen und Hessen ihre Daten in Form einer Erklärung abgeben. Dazu gehört die Wohnfläche. Aber woher kommt die Wohnfläche und müssen Sie jetzt mit dem Zollstock Ihre Wohnung neu ausmessen? Dazu mehr in diesem Video. Herzlich willkommen beim Bund der Steuerzahler Hessen. Die Grundsteuer B, sie trifft uns alle. Entweder direkt als Eigentümer von Haus und Wohnung oder über die Umlage in den Nebenkosten als Mieterinnen und Mieter. Deshalb ist es wichtig für uns alle, dass das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, die Grundsteuer B in ihrer jetzigen Form ist nicht weiter zulässig. Sie muss neu geregelt werden und dazu müssen alle über 3 Millionen Einheiten in Hessen neu bewertet werden. Dazu müssen die Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer in Hessen ihre Daten abgeben in Form einer Erklärung zum Grundsteuermessbetrag. Zu den Daten gehört zum Beispiel die Wohnfläche. Aber wie wird denn Wohnfläche definiert und berechnet? Dazu gibt es in Deutschland die Verordnung zur Berechnung von Wohnfläche und darin ist klar geregelt, was dazu gezählt wird und was nicht, wie es eben berechnet wird. Also müssen wir jetzt mit dieser Verordnung und dem Zollstock durch unsere Wohnung laufen und die Wohnfläche neu ermitteln? Nein, das müssen Sie nicht, denn diese Wohnfläche wurde ja bereits schon mal ermittelt. In den allermeisten Fällen zahlen Sie ja heute schon Grundsteuer. Und bei der Berechnung der Grundsteuer wird auch heute schon die Wohnfläche als eine Komponente berücksichtigt. Also wurde dem Finanzamt schon mal eine Wohnfläche gemeldet. Aber selbst wenn das Gebäude so alt ist, dass weder Bauunterlagen noch Kaufvertrag mehr vorhanden sind, dann ist Ihr Gebäude aber sicherlich versichert. Und auch die Versicherung möchte wissen, welche Wohnfläche denn dabei versichert werden soll. Also können Sie auch in den Versicherungsunterlagen nachschauen, ob da eine Wohnfläche genannt ist. Natürlich, wenn sich Veränderungen ergeben haben zum damaligen Stand, also wenn Sie zum Beispiel die Wohnfläche erweitert haben durch einen Anbau oder reduziert haben durch einen Rückbau, dann muss das dem Finanzamt mitgeteilt werden. Aber das gilt sowieso für die Grundsteuer, auch schon für die Grundsteuer in der bisherigen Form. Änderungen müssen mitgeteilt werden. Also, bevor Sie mit Wohnflächenverordnung und Zollstock durch Ihre Wohnung rennen, schauen Sie einfach in den Unterlagen, die Ihnen vorliegen, Kaufvertrag, Bauunterlagen, Versicherungsunterlagen, ob da eine Wohnfläche genannt ist und prüfen Sie diese, ob die noch aktuell sind. Ein weiterer wichtiger Faktor zur Berechnung der Grundsteuer ist der Bodenrichtwert. Und zum Bodenrichtwert gerne mehr in unserem nächsten Video. Am besten, Sie abonnieren gleich unseren YouTube-Kanal oder unseren Newsletter, dann können wir Sie auf dem Laufenden halten.